Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei einem weiteren Pack-Opening von Hearthstone und jo, wir starten gleich mal rein. Naxxramas ist ja immer noch nicht da, deswegen vertreiben wir uns die Zeit noch ein wenig mit ein paar Pack-Openings und legen wir gleich mal los. Als erstes haben wir den fiesen Zuchtmeister, den ich natürlich schon besitze. Für den Krieger fügt einem Diener einen Schaden zu und verleiht ihm plus 2 Angriff. Dann haben wir Kreislauf der Natur, den habe ich noch nicht. Vernichtet ein Diener, euer Gegner zieht 2 Karten für Druide. Das sieht auch ganz gut aus. Dann haben wir hier nochmal den fleischfressenden Ghoul. Den habe ich mittlerweile, glaube ich, das dritte Mal dann. Und hier haben wir dann nochmal die Windzorn Harpyie. Die habe ich, glaube ich, auch schon zweimal gehabt. Und jetzt haben wir noch eine seltene Karte, nämlich Sternregen. Wählt aus. Fügt einem Diener 5 Schaden zu oder fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Für Druide ist auch eine ziemlich gute Karte, wie man sehen kann. Und das war das erste Pack. Nicht wirklich was Aufregendes drin gewesen. Mal sehen, was es im zweiten Pack gibt. Auge um Auge für den Paladin. Wenn euer Held Schaden erleidet, wird dem feindlichen Helden ebenso viel Schaden zugefügt. Kann auch ganz gut sein. Auch wenn ich sagen muss, dass der Paladin echt sehr, sehr viele Fallen hat. Beziehungsweise Geheimnisse. Und ja, da wüsste man eigentlich gar nicht, welche man da noch alles reinnehmen soll. Dann haben wir hier den Frostelementar. Den haben wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal gezogen. Dürfte jetzt der dritte sein. Dann haben wir hier Seele entziehen. Das ist auch, glaube ich, die dritte davon. Und Lichtbrut, das dürfte auch die dritte sein. Und hier haben wir nochmal Dämonen wahrnehmen. Auch das dürfte die dritte Karte sein von dieser Sorte. Also hier, ne? Vernichtet ein Diener, stellt bei eurem Helden 3 Leben wieder her. Der hier hat genauso viel Angriff, wie er Leben hat. Und Dämonen wahrnehmen, fügt eurer Hand 2 zufällige Dämonen aus eurem Deck hinzu. Nicht wirklich was Schönes und Pralles. Vielleicht kriegen wir noch eine legendäre. Haben wir zuletzt auch öfters mal geschafft. Hier haben wir nochmal eine seltene. Das Leuchtfeuer für den Jäger zerstört feindliche Geheimnisse, zieht eine Karte und alle Diener verlieren ihre Verstohlenheit. So, wir haben eine gute Karte für den Druiden mit 7 Mana-Kosten. Urtum des Krieges. Wählt aus. Plus 5 Angriff oder plus 5 Leben und Spott. Das ist natürlich was Schönes. Dann haben wir hier noch eine epische Karte. Der Schicksalshammer. Windzorn. Überladung 2. Ja, für den Schamanen hat 8 Haltbarkeit. Also was ist denn das für eine Waffe? Die ist ja der Hammer. Windzorn und Angriff 2. Das heißt, man kann zweimal mit dem eigenen Charakter angreifen und das 8-mal in Folge. Das ist ja schon mal eine richtig geile Karte. Auch wenn ich Schamane sonst nicht spiele, aber das kann man sich vielleicht überlegen. Hier haben wir nochmal den fiesen Zuchtmeister und hier den verrückten Bomber, den sich auch ziemlich viel ins Deck stecken. Ich finde ihn nicht allzu stark. Verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle anderen Charaktere aufgeteilt wird. Das heißt, er kann, wenn ihr ihn setzt, auch komplett in eure Reihen reinhauen und das ist schon mal nicht so gut. Gut. Dann haben wir jetzt hier wieder eine seltene Karte. Biss vom Druiden verleiht eurem Helden plus 4 Angriff in diesem Zug und 4 Rüstung. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann haben wir wieder mal die Vollstreckerin des Tempels. Die haben wir, glaube ich, auch fast jedes Mal dabei. Dann haben wir hier den Terrorwolf Alpha. Den haben wir, glaube ich, auch schon des häufigeren gehabt. Und den Dschungelpanther, den haben wir auf jeden Fall auch schon. Verstohlenheit und ja, eigentlich 4 Angriff, 2 Leben. Nicht allzu toll. Und hier haben wir noch den Schildträger. 0 Angriff und 4 Leben. Auch nicht so toll. Ja, beim letzten Mal müsste ja eigentlich noch was Schönes dabei sein. Ansonsten wäre der Schicksalshammer, beziehungsweise der Hammer vom Schamanen, ich weiß nicht genau, ob der Schicksalshammer hieß, wäre natürlich die beste Karte. Gucken wir nochmal weiter. Verhüllen vom Schurken verleiht eurem nächsten, ne Quatsch, euren Dienern bis zur nächsten Runde Verstohlenheit. Das ist natürlich auch gut. Habe ich allerdings schon das ein oder andere Mal die Blutsegelräuberin hier. Naja. Erhält Angriff entsprechend dem Angriff eurer Waffe. Ist jetzt auch nicht so die Karte, die ich immer brauche. Dann haben wir hier noch den Rudelsführer der Daphias. Combo ruft einen Banditen der Daphias hervor. Für Schurken natürlich. Habe ich auch schon mal drin gehabt, weil ja, für 2 Mana gleich 2 Viecher mit 2 Angriff zu haben, ist gar nicht so schlecht, finde ich. Dann haben wir hier die Erlösung, wenn einer eurer Diener stirbt, wird er mit einem Leben wiederbelebt für den Paladin. Und hier ist noch ein seltener drin. Den Rabenhold-Assassin, den habe ich allerdings auch schon das ein oder andere Mal. Und ja, eigentlich das Beste, was gezogen wurde, war wie gesagt der Hammer für den Schamanen. Und ansonsten diesmal nicht ganz so viel dabei. Aber ja, vielleicht machen wir noch eins, bevor Naxxramas kommt. Das dürfte noch diesen Sommer was werden. Von daher
Macht euch darauf gefasst, dass demnächst eventuell auch dann nochmal ein Video zu Naxxramas kommt, beziehungsweise wahrscheinlich mehrere. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shoto.